Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2 Holy Fairy Tale 57. Ja, im letzten Teil haben uns die Söhne von Kaleva verraten, einen Krieg begonnen. Ich mochte nicht, verbannet hat so viel Pietät gekostet, aber der Krieg ist gerade noch 90% Warscore, ist fast erledigt. Mal gucken, was wir mit dem Anführer dann machen. Kriegshäuptling Onika von den Söhnen von Kaleva. Du bist so tot, Mann. Ja, was passiert noch? Spannende Revolte in England. Der Fylkir, also das Oberhaupt der germanischen Religion, versucht sich wieder unabhängig zu machen und ist am Gewinn. Es könnte gute Gelegenheiten geben, wenn hier was unabhängig freikommt. Ja, da kann man vielleicht zuschlagen. Ja, und der Bau vom großen Tempelwunder, den konnte ich jetzt weiterführen, hatte genug Gold, um die nächste Stufe anzufangen, aber das wird hier noch mehrere Episoden dauern, bis wir die fertig haben. Ich überlege auch noch mehr Burgen zu bauen oder die. Ich habe eine Burg hier gebaut, um mein Gebiet quasi zu sichern. Für die Zivilisation. Die könnte ich eigentlich noch ein bisschen ausbauen. Aber es ist gerade besetzt von Söhnen von Kaleva. Machen wir das erstmal fertig, ehe ich da irgendwas mache. Ich habe die kleine Armee auf dem Weg. Aha. Tibet trauert. Was haben sie nochmal verloren? Ich dachte, Tibet ist doch schon in der letzten Episode unter die Räder gekommen. Ach so, sie haben versucht, sich zu befreien. Unabhängigkeitskrieg verloren. Die haben gerade einen Unabhängigkeitskrieg verloren. Okay. Hat nicht geklappt. Okay. Jo. Zeit läuft weiter. Ah, ja, wir waren ein bisschen threatening, aber der Pakt löst sich gerade auf. Ah, es ist ein schöner Tag für dich, um draußen mit einer kleinen Gruppe zu jagen. Wenn du eine Pause machst, um dein Mittagsmahl zu dir zu nehmen, findest du dich in der Diskussion über Bogenschießen mit Häuptling Jelisei. Ah, okay. Lohnt sich das, mich mit dem anzufreunden? Ja. Obwohl, ja, gut. Vielleicht steigt er nochmal auf zum Oberhäuptling. Ein berühmter Schriftsteller möchte die unsere Familienchroniken schreiben. Ja, ja, das machen wir. Kostet 63 Gold. Gibt ein bisschen Prestige. Bin ich stolz geworden? Nö. Jagen wir mal diese kleine Armee. Ah, der Warscore tickt jetzt auch hoch. 97%. Ach, die Belagerungen sind schon wieder vorbei. So, diesmal kommen sie nicht mehr. Und das war's. Er ist völlig pleite. Ein Bastard. Dass unsere Dynastie stammt, führt die an. Ein nicht legitimer Sohn des Königs von Nenezia. Eines ehemaligen Königs von Nenezia. Was bringt hier ein Fort zu bauen? Damit das nicht wieder nomadisch wird.
Forced lockdown your occupation of empty nomad provinces. Ja, ich glaube als Belagerung. Mal gucken, was passiert, wenn ich eins baue. Es ist quasi dauerbelagert. Ja, ach so. Ja, das ist das erste Fort, was ich gebaut habe. Kein Achievement? Okay. So, jetzt haben wir ein bisschen Luft. Das ist halt die Frage, baue ich noch was? Ich könnte auch in Wladimir, glaube ich. Ich könnte noch eine Burg hier bauen. Naja, mir fehlt gerade Gold. Haben noch Gefangene. Hm. Ja, ein Gefolgsmann. Hat kein Geld. Aha, am Tisch heute hat Ozak sich über das beschwert, das Essen wird zu heiß, ohne es überhaupt anzurühren. Das ist mein Cousin. Berühre das Essen, um sicher zu gehen, oder lass ihn halt warten. Ich lass ihn warten. Egal, was ich versuche, es scheint keinen guten Weg zu geben, Ozak zum Entspannen zu bringen. Er will einfach nicht essen und ich habe keine Energie, mich drum zu kümmern. Ist fuzzy geworden. Hoffnungslos. Ich glaube, ich spoil jetzt hier doch aber die Burg ein bisschen aus. Hier gibt es eine schöne Mischung, Levy Size, ein bisschen mehr Steuern kommen, ein bisschen Vorlevel. Also einfach die Burgmauern bauen. Ja, und das ist ja auch günstig. Ich glaube, bisher ist nur der Burgfried dann gebaut. Ah, wem fehlt Ehrgeiz? Savatschka, Radegit. Oh, apropos, ich habe ja noch ein Duell. Ja, für meinen guten Ruf helfe ich dir nur. Ja, das Duell, was ich machen soll. Oh, es ist ja nicht ganz ungefährlich auch. Ach, die sind im Krieg. Das schwedische Heilige Krieg für Skyl, weil die greift Litauen und ach, ist sie hässlich. Okay, wie soll ich dir Ärger bringen? 300 Gold? Nee, 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 nee. So, das Duell mit der Germanin hier, Wildrut, findet bald statt. Ich habe hohe Intrige. Dann werde ich aber ein Feigling, wenn ich das mache. Das kann ich nicht machen. Nee, wir kämpfen so. Die Sonne beginnt unter zu gehen, als ich mich mit Wildrut treffe. Mein Kurzschwert bereit. Nachdem sie einem meiner Attacken ausweicht, landet meine nächste perfekt. Verzweifelt versucht sie, ihre verletzte Hand zu bedecken, aber ich habe selten so viel Blut gesehen. Ehrlich, Wildrut, das war zu einfach oder keine Gnade zeigen. Warte mal, die ist... Das ist sogar eine Gräfin. Verheiratet mit einem Herzog. Aus dem Haus Ulfing. Ja, weil die ist recht fähig. Gehört zum Königreich von Schweden. Kommandantin von Ostrogothia. Ja, wenn wir keine Gnade zeigen, es wäre schon eine Schwächung, glaube ich. Ja. Ja, ja, wir erschlagen sie. Ah, und damit steige ich auch im Rang auf. Der Mann war auch schon tot. Ja, und jetzt ist hier Ingrid von Öland. Gräfin, und die ist... Die ist nicht so fähig wie die Mutter. So, ja, also ich steig da im Rang. Ah, ich konnte für den vorherigen Rang auch schon hier... Warrior Training nehmen. Ach, jetzt habe ich nicht mehr renown, weil ich gerade befördert worden bin.
Na gut. Aha, so, die entwickelt keinen Ärger, sie wird zufrieden. Was soll's. So, ja, jetzt gucken wir nochmal hier. Meine andere Provinz. Will ich da noch was bauen? Kommt drauf an, was ich investieren will. Burgbefestigung ist relativ günstig. Ja. Ist natürlich interessanter hier die Sachen, die uns wirklich voranbringen. Stelle bringt 35 Reiter noch. Und ich könnte drauf gehen, mehr Burgen, einfach Burgen in meinem Land zu bauen. Man kann halt auch ein Architekt werden als Blutlinie. So möchte ich mal jemanden inspirieren. Ich kann mich selber inspirieren, aber es kostet mich auch 500 Prestige. Aber ich habe genug Prestige. Okay. Ich könnte Diplomatie oder Stewardship steigern. Das sind meine beiden Schwachpunkte. Das mache ich mal. Besser Politiker werden. Ich wusste nicht, dass man sich selber auch steigern kann. Das macht natürlich... Das ist ja, kommt von meiner Religion. Das macht es natürlich mächtiger. Ja, ein bisschen mehr Diplomatie. Upp, stehen gar nicht im richtigen Gebiet. Ah, hier Konstruktion können wir ausbauen. Oh, ja, da fällt mir ein. Ich baue ja hier wieder aus. Wo ist mein Steward dabei, es zu unterstützen? Ja. War ist leider nicht sehr fähig. Piraten sind in steigender Zahl unterwegs an der Küste von Uko. Es gibt Gerüchte, das wären, ihm würde geholfen werden von böhmischen Agenten, von meiner Frau. Kaiser und Beate, die Heilige von Böhmen. Hat sie einen Krieg gegen Polen gewonnen, aber warum hat sie auf einmal so einen super Ruf? Ich muss einen Brief an die böhmische Kaiserin schicken und es herausfinden. kann ich jetzt nicht persönlich sagen. Oh, mein Spionagemeister tut nichts. Er studiert Technologie. Es gibt nicht mehr so viele Orte auf der Welt, wo man dazulernen kann. Das ist interessant, wieso diese Provinz... Schreiner, Kreinburg, Stadt von Görz, Moschee von Gurk, Moschee von Stein. Oh, wieso ist das jetzt grau? Das war doch blau, die Farbe. Irgendwie hat sich die Kultur geändert. Nö, andalusische Kultur. Wie gehabt. Oh je, jetzt meine Frau Titaya Schunek. Ich muss sagen, ich schätze nicht den Ton in dem letzten Brief. Andere beschuldigen und die eigenen Fehlschläge in sein Reich sicher zu halten. Oh je, sieht aus wie ein feiger Scherzkeks. Ich wünsche eine schnelle Erholung von ihrer Paranoia, Kaiser und Beata von Uko. Und dir, ich muss euch versuchen, das zu reparieren. Nee, ich versuche das zu reparieren, das ist meine Frau. Ah, sie nimmt den schon an. Wünsche ich weitere Jahre gute Beziehung. Minus 40 ist ihre Meinung. Beide ehrgeizig. Oh je. Oh. Ein Berater ist weg.
Aha, der König von Novgorod muss eigentlich auf dem Beraterposten. Ist aber ein Pragmatiker, dann ist das. Ja, haben wir viele Pragmatiker. Was? Der Marshall ist hier unzufrieden. Und der hat echt nichts Besonderes sonst beizutragen. Ja, dann nehme ich lieber hier diesen pragmatischen Häuptling. Ja gut, der Kanzler ist noch ein Problem, aber der ist halt mächtig. Der König von Perm. Oh, Pilva ist zum richtigen Glauben zurückgekehrt. Da haben wir mal angefangen. Ich könnte jetzt hier noch eine Burg bauen. Wladimir, da haben wir schon Tempel von Starobud Waldimirski, die Stadt von Bogolyubovo, aus dem Stadt von Rosh-Desvenskoje. Baue ich noch eine Burg? Oder mehr ein Krankenhaus? Lieber ein Krankenhaus irgendwo. Ach, was ich mich auch noch gefragt habe, sollte ich hier vielleicht. Ich könnte hier ein Hospital bauen und dann die Erweiterung, dass Technologie sich besser verbreitet. Technologieverbreitung, gibt es da ja auch eine. Gab es hier eine Erweiterung, die das macht? Im Tempel gibt es eine, die ein bisschen Kulturpunkte verbreitet. Das hilft uns jetzt aber auch nicht so weiter. Ja, und die können wir gar nicht. Da fehlt Kircheninfrastruktur Level 3. Das wären auch nur Kulturpunkte. Und Sibir, ja. 8, 8, 12, 11, 10, 12. Weil hier oben ist eine Jamalia 16, 16, 15. Wir müssen ein bisschen Kultur aber hier verbreiten. Ich glaube, ich baue hier mal ein Krankenhaus. Dann gucken wir mal, wie wir das erweitern können. Oh nein, es gibt wieder einen. Mein Cousin möchte meinen Titel erobern. Sammelt eine Armee Velmaika Pyreit. Wo ist der denn? In Onega, auf der Onega-Halbinsel. Ach, hier, in Nenezia. Gut, wir versuchen ihn mal umzubringen. Ich könnte ihm auch hinterher spionieren. Soll ich Stop Spying machen? Ja, die Mordchance ist nur 79%. Litauen wird belagert. Wer nimmt das gerade? Ah. Der Häuptling von Tschernigow. Ja, ich hatte überlegt, ob ich das mal. Ah, nee, der ist. Ach, das ist hier unabhängig. Wie? Und der schafft es gerade, Litauen zu erobern. Der unterstützt Schweden. Bei der Attacke. Schweden. Ach, Schweden ist wieder germanisch. Das war doch auch mal Sunni. Na gut. Dann ist Schweden. Ja, ist mir recht. Dann ist Schweden auch ein gutes Ziel. Läuft der Unabhängigkeitskrieg. Er hat nur noch 11.600 Mann. Das sah schon mal besser aus. König Wilhelm II. Frosch von England, der hat nur 12.000. Ja, und hat 58% Dekadenz, das hilft ihm auch nicht. Ja,
Oha, der Oberblick von Moskau wurde auf einmal so des Königs von Nowgorod verbrannt. Am Pfahl. Titiava ist so eine fürsorgliche Schwester. Immer bessert sie die Meldung auf und so weiter. Ja, ich kann ihre Errungenschaften als Schwester nicht leugnen. Titiava, die himmlische. Ach, die haben wir versucht, ein bisschen hier was zu züchten, aber nur ein Kind, das hat nichts geerbt. Was hat China jetzt wieder gemacht? Tamachi Bagulgin wollen sie unterwerfen. Ein Kagan. Was ist das? Ah, hier im Mongolischen Empire, dieses Mongolische Reich, dieses kleinere Gebiet. Okay. Oh, Häresie in Well. Wegen meinem Heim Learning. Dialog mit Heretikern öffnen. Machen wir das. Oh, ich habe Schüchternheit abgelegt. Sehr schön. Ah, die Burgmauern da sind gebaut. Ja, zu viel will ich da auch nicht reinstecken, aber das Minimum. Ach, es gibt einen Wladimir Bauernaufstand. In Wladimir. Deswegen habe ich so komisch betont, ob ich das richtig verstanden habe. Eieiei. Das sind aber viele. Und schon vorbei. So, wer ist gestorben? Ein Cousin ist gestorben an Krebs. Ach. Ja, so ein Bauernanführer, ja, den exekutieren wir sofort. Oder wir lesen ihm Poesie vor. Moment, nee, hier ist exekutieren. Was? Der Rat ist dagegen. Erwidert ein Gefallen von König Lünek. Der ist einfach so dagegen. Ja, sind die Gefallene mit verbraucht. Ich mach Rechtsklick, dann sollen sie da wirklich über nachdenken. Hier beschwert sich der König von Venezia über einen Adligen. Falsche Anschuldigung. Von Venezia lasse ich mir nichts sagen. Und noch ein Bauernaufstand. In Karatschew diesmal. So, die stimmen hier ab. Oh, da. Ah, meine Frau ist wieder schwanger. Versöhnung für den Brief. Oh, ein Hindu-Aufstand. So, Attila nannte sich der Anführer. Und nur nicht so mehr. Dürfen wir den jetzt hinrichten? Auch nicht. Ach, das ist doch dämlich. Oh, die Gefängniswachen haben einen Fluchtversuch letzte Nacht vereitelt. Ein verräterischer Höfling Litava wurde gefangen, der versucht hat, Aimod Pyrat aus seiner Zelle zu befreien. Ich weiß nicht mehr, warum der einsetzt, aber
Ach, er ist stark und wir könnten ihn verheiraten. Also er ist aus der Dynastie. Lass den mal frei, nur um ihn zu verheiraten. Mhm. Finden wir niemanden für. Ach so, der ist. Ach! Ach, das war der. War von den Söhnen von Kaleva. Hm. Verheiratet er noch so. Wer wollt helfen? Litava. Oh nein, meine Ärztin. Naja, hol ich mir einen neuen Arzt. Ne, ich darf niemanden hinrichten. Naja, gut. Was mit Folter? Ja, das dürfen wir machen. Ein Eimer voller Ratten wurde an ihrem Brustkorb befestigt und mit glühenden Kohlen erhitzt. Zum Glück wurde es entfernt, bevor die Ratten einen Weg durch sie durchknabbern konnten. Ihr Schreien nach hat sie ihre Lektion gelernt. Sollte dankbar sein, dass sie lebt. War eh schon entstellt. Gesundheit verringert. So, brauche ich auch einen neuen Hofarzt sowieso. Ja. Die Prinzessin braucht hier Pflicht. Jetzt habe ich mal angefangen, bei China Punkte zu sammeln, weil der Eunuchen mag. Ah, und geht nur alle 20 Jahre. Ah ja, und wo ist der Hindu-Aufstand? Ach, der ist gerade hier mal ausgewichen. Oder hat einen Umweg genommen? Schicken wir die Armee vom Perm hier rum. Der Scouts bricht von einem einäugigen Mann, der kürzlich in Wladimir angekommen ist. Der Mann, der als Belisarius der Weise von ihm bezeichnet wird, ist anscheinend gesegnet mit immenser Weisheit, die er benutzt zum Beeindrucken und zum Helfen, wer immer vorbeikommt. Für eine signifikante Summe von Gold wäre der Mann bereit, seine Wanderung aufzugeben und in deinem Hof sich anzusiedeln. Oh, knapp 100 Gold. 43, er ist ein Genie. Können wir den mit einer Pyrite verändern? Ich habe keine im Gebärfingalter. Aber was, meine Frau fühlt sich wieder gloomy, das muss ich mal nachschlagen. Ich kaufe ihr was Nettes, 27 Gold, comforted. Ja. Oh, und der Hindu-Aufstand ist schon vorbei. Ah, plündern soll ich. Ach, da schon wieder. In Vosivahel. Nehmen wir doch widerwillig an. Oh, Moment. Was? Mein Bruder hat eine Allianz mit jemand gemacht. Der Tückische wird er genannt. Gucken wir mal hier. Urbling Maliaka, der Tückische von Ryasan. Sitzt fleißig Kinder. Ist ein. Oh, Kinslayer hat auch mich aus der Dynastie ermordet. Ja, wir kommen miteinander klar. Eine Stimme von Akka, eigentlich ein netter Kerl, mit einer Priesterin verheiratet.
So, was hat China gemacht? Achso, ja, die Horde wurde unterworfen. Okay. Die relativ kleine, aber nur. Und ich habe noch eine Siamka, eine Tochter. Ah, der König von Perm, der mir so viel Ärger gemacht hat, ist gestorben. Wurde von Schaman Pukshaika von Selea im persönlichen Kampf erschlagen. Ein Sechsjähriger ist jetzt König von Perm und macht keinen Ärger. Ein attraktiver Sechsjähriger. Hier gibt es zwei Glory Hounds, aber die müssen wir nicht nehmen. Der Oberhäuptling von Volokta ist auch nicht schlecht und der ist. Hängt sehr an mir. So, jetzt wissen sie nicht, sollen wir Attila hinrichten oder nicht. Großer Heiliger Krieg für Litauen. Deshalb, ich habe die ganze Zeit überlegt, das zu machen. Der erste Weidila Skirgaila hatte eine Vision vom Leimer, die ihm befehlt, den Großen Heiligen Krieg gegen König Swisshelm II. Von England zu befehlen. Und den Anfängern des verrückten Arabers. Alle freien Remover-Männer sollen in ihren heiligen Plätzen. Leimer ist mächtig. Ach so, was fehlt ihm denn an... Ach, das alles hier wäre Litauen. Ein ganze runter bis zur... an der Ostseeküste entlang und einiges davon gehört England. Ah, nur 1920 Mann, das ist ja wahnsinnig. Ist England so geschwächt? Ich glaube nicht. Naja, da noch fast 15.000 Mann. Die Rebellion gegen ihn, die ist jetzt geschlagen, wie es aussieht. Ja, die verliert jetzt doch. Ich könnte Rebellion jetzt Krieg erklären und versuchen hier ja, die heilige Stätte zu nehmen. Das wäre echt eine Gelegenheit. Oh, König Lysko, der Frosch von Wladimir, hat ein Herzogtum von Kasan geerbt. Das macht ihn mächtiger und gefährlicher. Er kann uns nicht ausstehen. Werde ich immer hinterher spionieren. So, dann kann ich jetzt mal jemand hinrichten. Die sind alle unentschieden, außer Kanzler Susi, der alles macht, was ich will. So, mache ich das doch. So, dann haben wir meinen Sohn, der ist 6 Jahre alt geworden. Muss auch stolz sein. Ja, haben wir... Ich habe keine Gefangenen. Ah, ich verstehe es nicht. Ich dachte, ich hätte noch mindestens einen... Gut, 150 Gold. Ja, jetzt ist England eigentlich... Ja, jetzt könnten wir... Sarima. Heiliger Krieg ist auch gut, aber dann wäre das Ziel germanisch. Immer einfach Conquest.
Ja, dann mal ein Dejour-Claim. Freut sich der König von Estland. Vielleicht macht er dann mit. Oh nein, der Rat ist dagegen. Ach, weil wir einen anderen Krieg haben. Ach ja, jetzt kommt dieser Abenteurer war ja noch. Na gut. Oh, hier müssen wir ernst nehmen, der 22.000 Mann. Ups, die müssen wir rausnehmen. Ah, wir haben Gefangene gemacht. Beim Plündern. Zehn Gold gibt's für den, ne, wir opfern ihn. Weiß nicht, was wir nicht gemacht haben. Gott, wir haben hier alleine Verschleißverluste nur beim Weg. Dann haben wir einen Cousin, der 12 geworden ist. Das ist ein talentierter Stuart. Ja. Gehen wir darauf. Mein Sohn vermisst sein Lieblingsspielzeug. Nein. Okay, wir dürfen ihm nichts anderes kaufen. Ich glaube, ich muss mal wieder hier Kommandantenposten besetzen. Ja, wir konnten aber die Heretiker überzeugen. Gut. Ist das hier Plünderer? Ja, Bartos Host. Ja, ist einfach Plünderer. Steht auch mal Richtung Norden. Oh, da haben wir Glück gehabt. Das ist ein bisschen riskant, was ich mache. Hier steht der Host mit 13.400 Mann. Und jetzt ist aber ein Bauernaufstand genau da ausgebrochen. In Eninen. Vielleicht sind die mit denen beschäftigt. Ja, jetzt wollen sie noch eingreifen, das lassen sie es lieber. Bauernaufstand ist schon beendet. Ah ja, der Rat ist jetzt, lässt mich den auch hinrichten. Gored to death by a boar von Wildschwein durfte ihn. Für uns, ja. Zu Tode trampeln, aufspießen auf sein Hauern. Gut, auf zur Entscheidungsschlacht. Wir haben hier gerade furchtbare Verluste durch zu viel auf einen Haufen haben. Ah, wir können wir Leute opfern. So, der Krieg ist schon zu Ende. Was machen wir denn jetzt? Kapyreit. Er ist aus der Dynastie. Oh, großartiger Krieg gegen
Litauens gegen England ist schon vorbei. Erfolglos. Jetzt ist er content. Hinrichten darf ich nicht. Könnte ihn noch demütigen. Nee, wir schmeißen ihn ins tiefste Verlies. Oder wie verstümmeln ihn? Oder kann ich ihn als Eunuch nach China schicken schon wieder? Nee. Verstümmeln gefällt mir. Gut, das Werkzeug vorbereitet. Und was nehmen wir? Ein Bein. Ugh. Ja, gestresst ist er davon. Oh, und jetzt ist er an der Syphilis gestorben, das war zu viel. So, mein 12-jähriger Sohn braucht einen Erziehungsfokus. Wir sind auf Stolz gegangen. Ah, er könnte ein großer Diplomat eher werden. Was ist das denn hier? Garlig, was sich da unabhängig gemacht hat. Herzog Kugel, der Oberer von Garlig. Oh, da hat eine Horde sich selbst gemacht und von Hindu. Ja, ich muss ja noch irgendwie welche Böhm mit Böhm das verbinden, aber das ist ja eigentlich gut. Eher muss mein Sohn das dann, wenn er beides hat. Das Krankenhaus hier ist fertig. Sehr gut, Technologie, Spread Rate. Fehlt die Technologie auch, um das zu machen. Hier ging es. Von Jamalia, das ist Fortschritt. Ja, wenn wir da ein Krankenhaus bauen, von da aus können wir Technologie hier drumherum weiter verbreiten. Das ist auch mit Abstand hier das fortgeschrittlichste in dem Gebiet. Ja, probieren wir das. So, wie schwach ist Litauen gerade? Nur 1000 Mann. Einen großen Heiligen Krieg brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, wir können hier das Herzogtum einnehmen. Wir machen halt den großen Heiligen Krieg hier um das ganze Königreich. Ja, mal sehen, wer sich schnappt. Ach nee, hier sind meine Leute dagegen. Ach, wer ist dagegen? König von Tschernigow macht Ärger. No glory. Enemy is too weak. Ach, okay. Warte mal, was hat er selber gerade gemacht? Er hat aber gerade einen Krieg gegen die finnische Revolte erklärt. Ja, ja.
Es gefällt mir nicht, dass Amrad gegen mich ist. Na schön, ich warte. Ah, Technikpunkte. Da nicht genug. Ist schon wieder das gleiche Plündern. Scheint mir nicht so mutig, aber wenn es da schon wieder Gold gibt. Gut. Ich glaube, ich baue jetzt tatsächlich noch eine Burg in meinem Hauptgebiet in Wladimir. Ja, wo hatte ich eine Burg gebaut? Können wir noch was günstiges? Ja, die Befestigung im Grenzgebiet ist nicht verkehrt, das mache ich auch noch. Oh, schon wieder ein Bauernaufstand. In Indien schon wieder. Novgorod ist erschreckend schwach. Hat auch kein Hospital. Neffe ist 12 Grundbauern für Fokus. Es wird ein Kämpfer. Mein Marsch hat Ideen für, ja, 30 Gold für Militärexperimente. Ich kann mal den Anblick meines Bruders nicht ertragen, Maliaka. Mit seinem perfekten Körper und seinem glücklichen Leben. Das ist lustig, weil ich überlegt habe, ich habe diesen genialen jüngeren Bruder, ob ich ihn eifersüchtig gegen den spielen soll. Jetzt macht das Spiel, das schlägt mir es jetzt vor. Nachdem ich sehe, wie sehr er sich darum kümmert, eine ausgeglichene Diät zu halten, einen gesunden Körper, ich frage mich, ob ich das nicht mit einigen gut platzierten Wörtern ruinieren könnte. Oh, und er hat schon Depressionen. Bist du krank, Maliaka? Du wirkst so aufgedunsen heute. Ah, unterstellen, dass er dick wird. Bei Uko, Maliaka, ich kann sehen, dass deine Knochen rausgucken. Ich kann dir sagen, dass er zu dünn ist. Selbst für mich zu niedrig. Wie ich dem kleinen Bruder... Ja, der soll mal mehr essen, wenn er deprimiert ist. Braucht er, glaube ich, Schokolade. Ne? Du bist doch so dünn. Oh nein, er ist drauf eingefallen auf meine kleine Lüge und fängt an, sich mit Essen voll zu stopfen. Ich freue mich schon, die Resultate zu sehen. Und Punkt Intrige noch dazu gewonnen. Das ist noch vom letzten, das brennt noch vom letzten Mal. Just saying. Ah, eine gerüstete, eine gepanzerte Kutsche. 50 Militär-Tech-Punkte. Ah, fehlt nicht mehr viel, dann können wir da wieder Sachen steigern. Okay. Also wenn wir das nächste Mal 50 Punkte Militär-Tech kriegen, dann können wir da was investieren. Burgbefestigung ist gebaut. Ich habe vergessen, das Plündern einzuschalten. Zum Glück kapiert die KI nicht, warum man da rumstand. Ach, ich bin im Krieg, deswegen darf ich nicht. Ich muss tatsächlich den Bauernaufstand da im Norden erst niederschlagen.
Ah, die Burg in Wladimir ist fertig. Königsatter Jäger von Venezia. Wie mächtig ist der 6000? Oh nein, es gibt eine neue Pestwelle. In Trajanopolis, Teil des Akabahit-Reiches. Bricht das diesmal an? Massengräber. Oh, im Schiitenreich. Ganz in der Nähe. Oh, oh. Eigentlich hätte ich jetzt die Burg weitergebaut, aber dann muss ich ja tatsächlich Krankenhäuser weiterbauen. Ach, ihr hier hinten. Ich habe euch ein Krankenhaus gebaut. Ich baue da jetzt mal das Sickhaus zu. Oder ist das fertig? Ja, das ist fertig. Durch Technik verbreiten. Okay, das bauen wir jetzt auf jeden Fall. Meine persönliche Provinz hier, Gorodets, da brauche ich auch nochmal ein Krankenhaus. Die erste Stufe. Ah, nächster Bauernaufstand in Olonetz. Ach, das gleich daneben, okay. Wladimir blüht. Wenn ich ein großes Monument baue, könnte ich sicher gehen, dass jeder das sieht, aber es kostet 500 Gold und die habe ich gerade nicht. Ja, ja. Mandak war der Anführer, den können wir hinrichten. Ah, der Schamane Artis vom Rat hat ein Gerücht über einen Artefakt gefunden. Ja, das soll er ruhig suchen. Und ich jage und ich kann mich mit... Oh, König Hylian von Novgorod anfreunden. Das ist gut. Ist der eh schon loyal? Ne, ein Pragmatist. Aber... Vielleicht wird mehr draus. Ja, ja, jetzt wunderbar. Einer meiner Marschalls hat sich verbessert. Cheremisa wird geplündert. Ach. Und auf den richten wir gleich hin. Hier so eine kleine plündernde Horde. Ach, da. Gut, geht schon Vasall hin. Ja, das Ziel stimmt. Häuptlingin Asrava von Koselsk möchte meinen Sohn Matrilinear heiraten. Beide sind aus unserer Dynastie, also Matrilinear spielt keine Rolle. Er ist 14, sie ist 12. Okay, dann wird mal wieder ein Land mehr in die unmittelbare Familienlinie reingehen. Das ist nicht der schlechteste Vorschlag. Er wird auch Böhmen erben. Oh, er könnte ein sehr mächtig... Und dann verheiratet mit einer Frau mit eigener Grafschaft. Oh ja. Ja, könnte mal ein sehr mächtiger Herrscher werden. Irrte Einauge von der permischen Revolte möchte Land. Nee, das lehne ich ab. Was ist er eigentlich? Ein Oberhäuptling. Das lehne ich sogar unhöflich ab. Das heißt loyal. Er macht gerade einen Aufstand gegen einen meiner unmittelbaren Vasallen. Oh nein, Sitiamka, mein Sohn, ist besessen von seinem Aussehen.
Er spielt oft nicht mit anderen Kindern, weil er Angst hat, dass seine Kleidung schmutzig wird oder sein Haar ruiniert. Sollte Ehrgeiz entwickeln? Ja, er soll ruhig ehrgeizig werden. Sehr schön. Ich habe nicht viel Glück, auf König Lysko nachzuspionieren. Oh, der hat einen Ausschlag. Gucken wir mal weiter. Ah, der Ausschlag interessiert mich. Oder hat er den schon länger? Das kommt mir bekannt vor. Jetzt plündern wir im Moment. Ach so, mit der Pest, die verpufft auch manchmal. Ah, nee, okay. Hier im Schwarzen Meer ist sie wohl ausgebrochen und... Oh. Oder Konstantinopel, das trifft die hier zuerst, aber ja, wird wohl keinen verschonen. Sag mal, wir plündern, fließt gleich in das nächste Krankenhaus. König von Somi hat das Oberhäuptlingtum von Brujansk gegründet. Oh, jetzt ist ein mächtiger Vasall. Ich muss ihn eigentlich in den Rat holen. Er wäre ein guter Steward. Der König von... König von Rusenia ist so... Für mich, der ist aber auch schlecht geworden. Ist der krank? Gestresst, eine Hand nur. Kannibale. Wilde Gerüchte. Ja, den ersetzen wir mal. Utschwa. So, und dann kümmerst du dich gleich, dass unser schöner Tempel da schneller entsteht. Und die Burg. Ach, Baronie von Gorokovets, die ist sogar fertig. Baue ich mal die Burgmauern hier. Sind ja mehr Truppen auch geschützt von dem Krankenhaus, was ich da gebaut habe. Oh, mein Diviner ist gestorben. Okay, wer vom Rat soll das Artefakt beisuchen? Der Marschall ist sehr gut. Ich komme nicht zum Krieg führen, jedenfalls nicht Eroberungskriege. Oh, wir haben hier meinen Hofarzt, ist ein super Diviner und ein Genie. Mal sehen, ob er das hier bekehrt kriegt. Er hat eine Chance von... Ja, gut 22,5%. Jetzt sinkt sie auch noch von der Pest. Oh, ich habe noch ordentlich Gefangene. Oh, vor allem Frauen haben wir gefangen genommen. Zwei kriegen wir für ein bisschen Gold los. Ja, ich kann nicht dann länger an all die Gefangenen in meinem Kerker zu denken, sind in meiner Gnade ausgeliefert. Wer kommt auf die Streckbank? Prinzessin Saman vom Fadilit-Sultanat. Ja, das passt zu mir. Oh, meinst du, hat Ideen, wie wir die Wirtschaft verbessern? Hm, wir spionieren weiter dem hinterher. Ich baue jetzt in Gorodets dann auch mal ein Zickhaus. Eine Stunde voll. Oh, wer besetzt Litauen hier? Duchy of Lancaster. Oder schon wieder ein anderer König.
Lancaster führt einen heiligen Krieg gegen Litauen. Lancaster. Lysko führt Krieg gegen Häuptling Jelisee, den Schatten von Tver, meinem Freund. Probieren wir mal. Jetzt kann ich ja mal, ich kann mal einen Reichsfrieden ausrufen. Wie ging das? Den kann ich nicht. Kann ich den Status von Frauen erhöhen? Reicht auch nicht. Wenn ich einen noch überrede, können wir mehr Frauen nachher auf Posten nehmen. Und meinen Hofarzt, glaube ich, kann ich am ehesten doch jetzt im ehesten verschmerzt, dass ich ihm einen Gefallen schulde. Pokémon sind fertig. Ja. Wir haben durch den nächsten Personalmangel, wenn die Post kommt. Pest kommt. Ja, das ist ganz interessant, wenn wir dann. Was ist mit China? Sie haben Oberhäuptling Babur, den Tapferen von Oettingen, unterworfen. Ach, das kleine, die kleine Provinz. Oh, Tatsache, wir haben Frauenstatus auf signifikant hochgetrieben. Was können sie jetzt extra machen? Und können öffentliche Ämter halten. Kanzler und Steward. Zum Beispiel Kanzler, haben wir da gerade eine? Ja, ach nee, wir haben sowieso hier. Der Häuptling von Keki Saimi ist sowieso besser. Als der den Posten hat, aber das ist keine Frau. Solchen ermorden ist mir echt zu gefährlich. Was habe ich noch? My Plot. Ich habe gerade keinen. So kann ich ihn nicht ermorden wollen. Ach so, weil ich. Plot to kill. Ah. Ja, schaut doch mal. Und möchte ich Prinzessin Same nochmal foltern? Ja. Ist jetzt eine Hand verloren. Jetzt könnte ich mir auch mal Konkubin eventuell nehmen von den Gefangenen. Aber die ist langsam im Kopf. Ach. Amsha, die opfern wir. Die steht auf Frauen 39. Die ist bucklig. Ich versuche den Koran auswendig zu lernen.
Damit wir nicht mehr fertig werden mit. Die ist wenigstens gepflegt. Klerikerin. Die nehme ich mal zur Konkubine. Shaba bin Shamir. Haben wir noch zwei Kinder. Gott, die darf man auch opfern, das ist ja gemein. Die Zwillinge. Ja, die ist schon 39. Können eigentlich auch noch die Vorfahren verehren, dann müsste ich mir eine aufsparen. Wir können die Zwillinge nehmen, das los. Ja, die ist lustvoll. Ach, Telo. 36 aber schon, nee. Die Prinzessin behalte ich noch. Ja, wir verehren mal die Ahnen. Ich will ihre Weisheit teilen. So, dann haben wir hier noch meine Tochter, die ist 12 geworden. Stewardship, sehr schön. Ja, und die Prinzessin Saman kriegen die Vorfahren dafür. Guti. Ah, ich kann meinen Erben dem Reich vorstellen. War ja schon ein guter Diplomat. Das mache ich mal. Na, eigentlich sollte ich jetzt Feier machen. Machen wir das noch fertig, wie mein Sohn da ankommt. Oh, Litauen ist fast völlig verschwunden von der Karte. Vielleicht sollte ich da zuschlagen, ehe nichts mehr da ist zum Erobern. Ja, das machen wir auch schnell. Ja, der Rat ist jetzt auch dafür. Zumindest Grodno, um hier eine Verbindung zu haben nach Böhmen. Heiliger Krieg für Jadwingia. Ja, machen wir das. Der ist so geschwächt, ich muss nicht mal mehr... ich muss da nicht mal mehr eine extra Armee aufheben. Ich habe nichts über Lysko gefunden. Nee, keine Geschichten. Er hat ein geheimes Leben als Prostituierte in einem Bordell in Jurjev gelebt. Könnte ich über ihn verbreiten. Ah, das, suche noch ein Artefakt. Wir müssen mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Okay. Nicht, dass es wieder so ein enttäuschender Schädel ist. Ah, mein Sohn ist ein hervorragender Diplomat geworden. Charismatischer Verhandler. So, und ich habe jetzt die Mission erfüllt, genau, und neue Ambition. Ich will eine Blutlinie formen. 30 Leute ermorden oder exekutieren, 15 Kriege gewinnen, 30 am Frieden schaffen wir nicht, 10 Burgen bauen. So, kriegen wir es jetzt angezeigt. Ja, 12 von 30 Morden und Exekutionen haben wir, 6 von 15 Kriegen. Ich habe auch schon 3 von 10 Tempeln gebaut. Ups, ich könnte mehr Tempel bauen statt Burgen. Sickhaus in Gorodetz gebaut, sehr gut. Dann möchte der junge König von Perm meine Tochter heiraten. Beide sind 12. Er ist attraktiv. Ja, okay.
Oh, ein interessanter Freund am Sitiamka ist an meinen Hof gekommen ohne gute Priesterin. Ich glaube, die Vorfahren haben sie mir gesendet. Ah, das gab's für das Menschenopfer. Ein guter Tausch. Oh, sie ist ein Genie. Dann nehme ich die auch noch zur Konkubine. So, wollen wir die Armee feindlicher Tatsache. Tschernigow ist auf Seite von Litauen. Ach, da oben ist die Armee von Litauen. So, ich konnte nach China. Der Kaiser von China ist gestorben. Jetzt ist Luo Shangzong der Neue. Er mag iranische Kulturen und mag keine Tengris. Naja, also nichts mehr mit extra nützlich Eunuchen hinzuschicken. Oh, meine geniale Konkubine ist schwanger. Und wir haben 100% erreicht hier. Der König von Litauen hat noch ein Land, genau. Sehr schön. Ich bin jetzt als der Drache bekannt. Ja, ich bin meinen schlechten Beinamen losgeworden. Titaya Shunek, der Drache, im Alter von 37. Und damit habe ich 7 von 15 Kriegen gewonnen. Haben wir noch einen Kerker. Ich könnte natürlich noch mehr exekutieren. Ja, machen wir das. Was, sie wurde in zwei Hälften zersägt. Die Neunjährige, ups. Ja, sorry, dass ich den Soundeffekt da gerade nicht respektiert habe. So. Okay, ich muss hier falsche Holdings abgeben. Ah, den Tempel von Rudamina. Ja, da machen wir einfach neuen Vasallen. Stadt vom Grotno, ja, auch da. Städte und Tempel. Da gibt es auch keine Hospitäler. So, ich gucke noch mal, wie die Pest sich ausbreitet. Ist wahrscheinlich gerade das Spannendste auf der Karte, außer dass England super stark ist. Ja, momentan trifft das hier nur quasi um Konstantinopel rum. Vor allem die Hashimits und die Taglibit. Ja, die haben sich zurückgezogen. Der Kalif. Ach, der Kalif ist inzwischen hier. Der hat wohl den Titel mal an sich gerissen. Oder ist aufgestiegen. Kalif Halil, aber der muss sich auch gerade verstecken vor der Pest. Interessant. Okay, Irland kann sich immer noch gegen England halten. Das finde ich auch immer spannend. Königin Quedenburg, die Hexenjägerin von Irland, herrscht gerade. 26.000 Mann kann sie aufbieten. Oh, und der König von England, null Dekadenz. Da hat er wohl eine Dekadenzrevolte abgewehrt. Greift jetzt Schweden an. Mann. Eieiei. Gerade sehr große Reiche überall. Na gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.